Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Meine lieben Geschwister, wie wir alle in den Medien mitbekommen, ist die Lage in Syrien sehr dramatisch. Das ist der Grund, warum wir hier im IS eine Medikamentensammelaktion starten. Ab sofort könnt ihr Medikamente zu den Öffnungszeiten unseres Infoladens hier in Frankfurt abliefern. Es ist montags bis donnerstags von 13 Uhr bis 20 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr und natürlich freitags auch nach der Khutba bis 20 Uhr, inshallah. Achtet bitte darauf, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ein halbes Jahr nicht unterschreitet. Für die Erwachsenen werden überwiegend Antibiotika benötigt. Für die Kinder spezielle Kindermedikamente gegen Fieber, gegen alle möglichen Krankheiten, die speziell dort die Kinder in diesen Regionen betrifft. Also, solltet ihr Medikamente zu Hause haben oder die Möglichkeit haben, günstig an Medikamente zu kommen, macht das inshallah. Wie gesagt, ein paar Wochen lang wird diese Aktion laufen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es wird ein Krankenwagen speziell für diesen Zweck gekauft werden. Dieser wird mit den Medikamenten gefüllt und dann direkt inshallah nach Syrien dorthin gebracht, wo es am notwendigsten ist. Also macht vor allem auch viel Dua für unsere Geschwister und alle Menschen, die in Syrien leiden, seien sie Muslime oder nicht, und überhaupt für alle leidenden Menschen auf dieser Welt. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.